Dann gehen wir jetzt in der Rednerliste weiter und zu Wort gemeldet ist die Frau Klubob, Frau Sigrid Maurer, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zur Wortwahl des Herrn Kickl habe ich auch in meinen letzten Reden schon ausführlich Stellung nehmen müssen. Aber ich finde es schon einigermaßen amüsant, dass ausgerechnet von Ihnen, Herr Kickl, Tipps dazu gegeben werden, wie man sich denn bitte staatsmännisch verhalten soll. Denn ausgerechnet Sie haben ja Ihre Vorstellung davon, was staatsmännisch ist, ausführlich zur Schau gestellt mit Fantasieuniformen und dem Einfärben des Ministeriumsteppichs in der Parteifarbe. Ich glaube nicht, dass das der Vorstellung von Staatsmännlichkeit entspricht. Und ich darf auch daran erinnern, warum wir Grüne überhaupt Teil dieser Regierung sind. Nämlich, weil Sie die Letzte in die Luft gesprengt haben mit Ihren ständigen Korruptionsplänen, die in Ibiza gegipfelt haben. Und ich bin froh darum, dass Sie nicht mehr in dieser Regierung sind und auch froh darum, dass nicht Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein hier zuständig ist in der Bekämpfung der Pandemie oder Vizekanzler Strache, sondern Menschen, die diese Krankheit ernst nehmen, die Pandemie ernst nehmen und den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ernst nehmen. Und auch Ihre ständigen Vergleiche mit den Faschismen vergangener Zeit sind grob verharmlosend. Auch das ist nicht weiter verwunderlich, weil Ihr Verhältnis zur Geschichte und Ihre Geschichte mit unzähligen Einzelfällen und Wiederbetätigungsfällen in Ihren Reihen ist, zeigt ganz deutlich, dass Sie auch hier absolut keine Sensibilität haben, wenn Sie Begriffe wie Schutzhaft etc. einbringen. Aber wir sind nichts anderes gewohnt. Sie wechseln in dieser Corona-Diskussion Ihre Position wie die Unterhose. Es ist jedes Mal was anderes, was Sie herbringen. Einmal ist der Lockdown nicht scharf genug, dann ist der Lockdown zu wenig scharf. Manchmal braucht man Massentestungen, wie zitiert von Hofer. Dann sind die Massentestungen das absolute Übel. Das Einzige, was Sie beitragen zu dieser ganzen Debatte, ist Verunsicherung und Schreierei. Und das ist absolut nicht dienlich und auch dieses Parlaments und der parlamentarischen Debatte aus meiner Sicht nicht würdig. Wo stehen wir heute? Wir haben 5.351 Todesfälle. Während der zweiten Welle waren über 4.500 Menschen im Spital gleichzeitig. Wir haben über 700 Covid-Patientinnen gleichzeitig auf den Intensivstationen gehabt während dieser zweiten Welle. Und wir haben die höchste Ansteckungsrate bei den über 84-Jährigen und das ist die vulnerabelste, die empfindlichste Gruppe. Angesichts dieser Zahlen sich hierher zu stellen und zu sagen, die Maßnahmen, die wir setzen, sind nicht zielführend und sind ein Anschlag und eine Bombe und ich weiß nicht, was Sie alles sagen, ist absolut ignorant gegenüber jener Bevölkerung, die Sie ständig behaupten, am besten vertreten zu wollen. Und es ist ja auch nicht so, als ob Österreich hier eine Insel wäre, die einzig und allein in ganz Europa oder auf der ganzen Welt solche Maßnahmen setzt. Nein, alle anderen europäischen Länder setzen die gleichen oder sehr ähnliche Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krise und Pandemie, weil sie schlichtweg notwendig sind. Und ja, Sie haben eine sehr große Distanz zur Wissenschaft, hatten Sie schon immer. Und ein Problem damit mit der Empirie und große Nähe zu Verschwörungstheorien, auch jetzt hier wieder, das kennen wir alles von Ihnen. Es ist kein seriöser Umgang mit der Gesundheit. Und ja, keine Frage, es sind in der Bewältigung dieser Pandemie ganz sicher Fehler passiert. Und möglicherweise werden wir zum Schluss, wenn wir das alles überstanden haben, feststellen, dass an einem Punkt eine falsche Entscheidung getroffen wurde, dass manche Verordnungen nicht hundertprozentig gepasst haben, wissen wir jetzt schon. Wir werden viel aus dieser Krisensituation lernen und wir werden wahrscheinlich auch ein neues Epidemiegesetz machen etc. All das sei Ihnen unbenommen, die Kritik an diesen Dingen. Aber was ich nicht akzeptiere, ist Ihre absolute Weigerung, an der konstruktiven Bewältigung dieser Krise mitzutun. Ihre ganzen
Ihr Beitrag zur Bewältigung dieser Krise führt zum absoluten Gegenteil, nämlich dazu, dass sich Menschen gefährden, dazu, dass sich Menschen nicht testen lassen, dazu, dass sich Menschen potenziell nicht impfen lassen. Ich sage Ihnen aber eines. Ich mache mir keine Sorgen, weil die österreichische Bevölkerung hat sehr wohl, und das zeigen auch die Umfragen, verstanden, worum es hier geht und ist auch unterstützend und solidarisch. Und sie werden mit dieser Politik der Aufwiegelung, mit dieser Politik der Verunsicherung keinen Erfolg haben. Die Menschen werden sich an die Maßnahmen halten, sie werden sich impfen, sie werden sich testen lassen gehen. Wir haben jetzt schon die Berichte, dass ganz, ganz viele Menschen bei den Teststraßen sind und das tun wollen. Und wir werden auch, was die Impfungen betrifft, natürlich diesen Erfolg haben. Ich bin da total zuversichtlich und Sie werden mit Ihrer Linie, die ein Zickzack-Kurs ist und jedenfalls nichts dazu beiträgt, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, scheitern. Es werden ganz schwierige Wochen, das steht völlig außer Frage. Es ist extrem hart auf einer sozialen Ebene, es ist extrem hart für die Familien, es ist extrem hart, was die Beschäftigungssituation betrifft. Aber wir müssen dadurch, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns selber schützen, dass wir unsere Mitmenschen schützen, um diese Pandemie zu bewältigen. Die Impfung ist da, es wird noch ein weiter Weg, ja, aber es gibt die Hoffnung und es wird diese Pandemie auch irgendwann bewältigt und zu Ende sein. Dank des Beitrags vieler seriöser Politikerinnen und Politiker, nicht so der FPÖ. Vielen Dank. Kein Weg führe am dritten Lockdown vorbei, betont Sigrid Maurer. Sie ist Clubobfrau der Grünen und sie kritisiert die Weigerung der FPÖ, an einer, wie sie sagt, konstruktiven Bewältigung der Krise mitzutun.